Und ich gebe hier weiter an den Conny. Danke. So, jetzt kommen wir zum Surprise Guest. Und ich glaube, viele von euch wissen es, wer es ist. Aber da freue ich mich ganz besonders drauf und begrüße ganz herzlich Thomas Kramer. Ja, also ihr habt ja, wie ihr es gestern schon von mir gehört habt, ihr habt ja gehört, dass ich versuche immer so einen Dreiklang hinzubekommen zwischen Mega-Erfolgsgeschichten, Start-ups, das Thema Social und Responsibility und Charity. Und das dritte Thema ist eigentlich immer das, wo ich das ganze Jahr auf der Suche bin, das ist mit jemandem mal zu sprechen, der alles erlebt hat, die Höhen und die Tiefen. Und der auch bereit ist, mal über die Tiefen zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich immer auf diese ganzen Veranstaltungen gehe und ich höre immer nur diese Jubelmeldungen und hier habe ich so viel Geld verdient, es kotzt mich sowas von an. Und deswegen ist es einfach doch mal schön, wenn man mal wirklich jemanden trifft. Und ich habe das Privileg, wirklich ganz spannende Menschen das ganze Jahr über kennenzulernen. Und ich habe euch am Anfang berichtet, dass ich letztes Wochenende da diese 16 armen Milliardäre kennengelernt habe, die alle so traurig reingeguckt haben. Ich kann euch sagen, das ist nicht spannend. Aber man muss halt einfach, wenn man so unterwegs ist, ist es gar nicht so einfach, richtig spannende Menschen zu treffen. Und diese spannenden Menschen, das, die haben halt alle so ihre Macken auch. Weil die sind ja nicht Mainstream und die sind halt ganz anders. Und da haben wir mit Thomas Kramer einen ganz besonderen Fall. Von dem Phallus-Symbol gestern, von dem Phallus-Sieg, anstatt dem Pyrrhus-Sieg, haben wir schon gesprochen. Aber was ich jetzt in der nächsten halben Stunde wirklich mit ihm machen möchte, ist ganz einfach, ein bisschen mal darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass er auch ein bisschen offen auch davon spricht, von den Höhen, aber auch von den Tiefen. Und ich weiß schon ein paar Mal bei ihm zu Hause, was wirklich schwer beeindruckend ist. Ich habe so ein Haus persönlich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch den Unterschied festgestellt, wie eine 60-Millionen-Villa aussieht und eine 100-Millionen-Villa. Ihr werdet es nicht glauben, man erkennt einen Unterschied. So, und dann muss ich noch vielleicht als Einführung dazu sagen, die legendärsten Partys, die es in Amerika gibt, die finden regelmäßig in seinem Haus statt. Das ist so ein bisschen wie mit Veranstaltungen. Das ist nämlich kein Zufall, sondern das muss gelernt sein und da muss man unglaublich viel Erfahrung haben. Und das muss man natürlich auch einfach vorleben. Und ich werde nie vergessen, ich habe dann ein paar versucht, als ich in Miami war, noch ein paar Freunde einzuladen. Und da war der eine oder andere Superreiche schon dabei. So, der eine hat da so eine Milliarde gehabt mit 35. Frag mich bitte nicht, wo es her ist, das Geld. Aber den habe ich versucht, noch reinzulassen. Und dann war der an der Tür. Dann habe ich gesagt, da ist ein sehr wichtiger, sehr, sehr reicher Mann vor der Tür. Guckte er mich an. Ja, Conny, willst du jetzt meine Party komplett ruinieren? Ich sagte, ja, warum? Ja, das Wichtigste bei der Party ist so, dass du die Quote einhältst. Ich sagte, ja, TK, was denn für eine Quote? Na, 2/3 Mädels, 1/3 Jungs. Na gut, dann habe ich das aber erstmal verstanden, wie das letztendlich funktioniert. Und dann sind das natürlich wirklich legendäre Partys, die sehr wohl organisiert sind. So, und jetzt vielleicht auch zu deinem Projekt, was du gemacht hast und vielleicht beschreibst du mal in ganz kurzen Worten, ich meine, ich könnte das jetzt auch mittlerweile, aber in ganz kurzen Worten mal so in so einem Elevator-Pitch, wie dein Leben vom Börsenhändler über einen Immobilien-Tycoon einfach vonstatten gegangen ist. Vielleicht erzählst du mal die Anfänge. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, dass du mich hier bei dieser wunderbaren Veranstaltung zu Wort kommen lässt. Ich bin natürlich ein großer Fan von dir und deinen Leistungen und ich kann eigentlich als Überschrift Zusammenfassung sagen, meine Definition des Erfolges ist die Fähigkeit, wieder aufzustehen, sich nicht unten von den anderen kaputt machen zu lassen und die Motivation für Erfolg ist für mich zumindest die Ablehnung durch die Medien und der Hass der Neider und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen Dank dafür, denn ohne euch, die Medien und die Neider, wäre ich bestimmt nicht da, wo ich bin. Denn eins muss ich sagen, und ohne jetzt da groß mir um den Bart schmieren zu wollen,
umso tiefer meine Stürze waren und größer die Pleiten, umso größer und schneller kamen die Erfolge danach, mit denen man überhaupt nicht hätte rechnen können. Und das hat bis zum heutigen Tag angehalten. Und ich weiß jetzt nicht, wo genau du mit mir anfangen willst. Fang mal mit der Börse an. Wie bist du denn an die Börse gekommen? Ja, durch meinen Vater. Mein Vater war Kursmakler an der Frankfurter Wertpapierbörse. Und ich war eigentlich schon in den Sommerferien, bevor ich nach Salem ins Internat gegangen bin, regelmäßig als kleiner Pimp da hinter der Barrikade gestanden und habe so mitbekommen, was da abgeht. Und das hat mir also sehr gefallen, diese Auf und Abs und wie man durch den Einsatz von Geld viel mehr Geld verdienen kann wie beim Autowaschen. Das habe ich dann auch für mich selbst umgesetzt und habe, als ich dann in Salem war mit 14, angefangen in der Telefonzelle zu spekulieren. Da gab es halt noch keine Handys und so weiter. Und immer wenn ich während der Pause rauskam, um zur Telefonzelle zu gehen, war die schon besetzt mit irgendeinem heulenden Mädchen, was ihren Eltern erklärt hat, wie fürchterlich die Schule ist. Und die habe ich dann gebeten, teilweise massiv, mich ans Telefon zu lassen. Und meistens, bis die mit dem Lehrer wiederkamen, war ich schon mit meinem Handel fertig. Ich habe dann nämlich Merrill Lynch angerufen, wo ich zu der Zeit ein Konto hatte, habe meine Aufträge durchgegeben und habe dann das Telefon aufgehängt, als ich gebeten wurde, das Telefon wieder zu räumen. Das war mein Handelsbüro in den ersten Jahren und das war auch sehr erfolgreich. Ich habe aus 500 Mark, die ich halt durch verschiedene kleinere Investments, zum Beispiel eine Schulzeitung, verdient habe, fast 1 Million Mark gemacht. Und das als 17-Jähriger nach Amerika mitgenommen, wo ich durch ein Salemer Stipendium in Harvard einen Studienplatz bekommen habe, den ich allerdings nicht ausnutzte, weil die Diskussion zwischen sozialistischen Wirtschaftssystemen und den kapitalistischen hat mich sehr gelangweilt. Ich wollte lieber Geld verdienen und mit einem guten Trade hat man an der Börse halt mehr verdient wie so ein Professor in einem Jahr. Und das hat mich sehr beeindruckt, deswegen bin ich nach 4 Wochen nach New York ins Mekka des Kapitalismus gezogen, wo ich durch meine etwas forsche Art die Möglichkeit hatte, einen der führenden damaligen Legenden in Wall Street kennenzulernen, nämlich Stanley Foreen. Der hat mich unter seine Fittiche genommen. Das war so einer der bekanntesten, größten Trader der Welt. Der damals, müsst ihr bedenken, war Inside Trading an der Regel und der Schlüssel zu den meisten Erfolgen. Und ja, bis dann hinterher Gesetze gemacht wurden und heute geht man dafür ins Gefängnis. Also die Sachen haben sich geändert. Man durfte ja früher auch drinnen rauchen, heute sieht das ja auch anders aus. Jedenfalls habe ich dann diesem weißen Manne folgend meine erste große Pleite erlebt. Weil du wolltest ja, dass wir über beides sprechen. Also ich hatte jetzt mittlerweile knapp 1,5 Millionen und die habe ich alles auf einen Inside-Tipp gelegt, den er von einem Vorstandsmitglied von IBM bekommen hat, nämlich eine Rückkaufaktion für fast 1 Milliarde Dollar der eigenen Aktien für um die 300 Dollar. Die Aktie stand bei 270. Ich habe alles in kurzfristige Optionen, Call-Optionen angelegt, 300er, die noch 14 Tage laufen, also genau über das Datum dieser Rückkaufaktion. Und einen Tag vor der Rückkaufaktion erhöhte die Fed die Zinsen. Also dann am selben Tag kam IBM-Vorstand zusammen und hat entschlossen, sich lieber in kurzfristige Staatsanleihen anzulegen, wie in die eigene Aktie. Und anstelle, wie wir dachten, dass die Aktie über 300 geht, ging sie von 270 auf 250 und ich pleite. Und ich habe dann meine Wohnung in New York aufgegeben, mein Auto verkauft. Ich hatte damals so einen Ford Mustang, das vergesse ich nie, weil man war mein ganzer Stolz, ein weißer Ford Mustang mit dem roten Dach, so ein Cabriolet, mit Tränen in den Augen habe ich den verkauft, habe noch ein Drittel dafür bekommen, was ich vor einem Jahr bezahlt habe, das ist ja üblich bei Autoverkäufen, habe die 3 Monate Anzahlung bzw. Kaution von meiner Wohnung zurückbekommen. Und hatte dann zwischen Auto und Rückgabe der Wohnung vielleicht ein Anfangsstartkapital wieder von 25.000 Dollar. Habe meinen Wohnort verlegt an die Westside, 58. Straße, das vergesse ich auch und die träume ich noch manchmal von, in eine Schrampe von Hotel, wo du für 5 Dollar die Nacht hast nächtigen können. Wenn du in das Zimmer reingekommen bist, hast du die Birne reinschrauben müssen, um Licht zu haben. Und die Bettdecke hat sich in der Farbe verändert. Nämlich, wenn ich das Licht angedreht habe, wurde sie von dunkelbraun hellbraun. Da waren die ganzen Kakerlaken runter. Und ich habe also erst mal mit dem Schuh, weil ich da nicht rumgasen konnte, weil kein richtiges Fenster zu öffnen war, mit dem Schuh da stundenlang Ausmerzereien betrieben.
Na, machen eine lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein Zustand, dem ich mich 4 Wochen, fast 6 Wochen hingeben musste, bis ich meinem Bauch folgend, und das ist auch die einzige Definition meines Erfolges in Wall Street, lass dir deine Instinkte nicht von anderen ausreden, folge deinem Bauch. Die Instinkte sind normalerweise richtig. Wenn du anderen hörst, fällst du auf die Schnauze. Und ich bin wieder auf meine Instinkte zurückgestiegen und habe, wie gesagt, mit einer AT&T-Option fast 1 Million verdient aus meinen 25.000 und bin aus diesem Drecksloch in die Präsidentensuite vom Carlyle Hotel an der Westside gezogen. Ja, das war die letzte Aktion an der Börse, die mich viel Geld gekostet hat, weil danach habe ich nie mehr auf irgendwas oder jemanden gehört. Aber du hattest doch mal einen großen Erfolg, 87. Ja, der kam ja, wir reden jetzt Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Mein größter Erfolg war 87, als ich mehr oder weniger den Crash von 87 vorausträumte. Ich hatte recht auf den Tag, ich war bei 50 Punkten off. Ich habe damals sehr, sehr viel Geld verdient und bin danach von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sogar als Wunderkind der Finanzmärkte abgesegnet worden. Ich weiß nicht noch wie gestern, Heinz Prestel, ein sehr netter älterer Herr, der mich da interviewt hat. Und das war eigentlich mein schönster und größter Moment. Danach habe ich meine schlimmste Niederlage im Prinzip offenen Auges zugesteuert. Und das war, ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, wir haben ein Kind bekommen und Anfang der 90er Jahre ging diese Ehe kaputt. Und außerdem wurde ich plötzlich von den Medien in einer Art und Weise angegriffen, die mich sehr verletzte. Und ich habe aus Selbstmitleid in einer Abwärtsspirale den schlimmsten Fehler meines Lebens gemacht. Kann ich euch nur allen mit auf den Weg geben. Ich habe mich dem Alkohol hingegeben und habe also meine Instinkte verloren, meine Frau verloren und mich selbst. Und diese Downwärtsspirale, die mich zwar zum Partykönig der Welt gemacht hat und die dritte Karriere hätte mich fast mein Leben gekostet, habe ich Gott sei Dank vor 4 Jahren beendet und muss sagen, dass ich jetzt meine Instinkte wieder habe und in den letzten Wochen, wie du weißt, habe ich auch... Bitte? Komme ich gleich drauf. Kommst du gleich da. Also jedenfalls, es klappt wieder. Es funktioniert wieder und das ist ein tolles Gefühl. Erzähl uns mal, was ich besonders beeindruckend fand, war doch das eigentlich die zweite Karriere mit dem Thema Immobilien. Ach, ja. Wenn du dann doch mal, also für die es nicht wissen, aber er gilt so als der Erschaffer von dem modernen Miami, vor allem von Süd-Miami. Und erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist und wie du vielleicht, was ich besonders beeindruckend fand, wie du mit einem Bulldozer dort persönlich aufgeräumt hast. Ja, das war, ja, gut. Also fangen wir vorne an. Ich hatte ja mittlerweile, wie ich euch ja bereits gesagt habe, ein gewaltiges Vermögen verdient in Wall Street und bin dann Anfang der 90er Jahre mit meiner Frau durch den New Yorker Immobilienwald gezogen, um halt eine tolle Wohnung zu finden. Und ich bin leidenschaftlicher Koch und deswegen suche ich immer eine Wohnung mit großer Küche. Und wir entsprechend der damaligen finanziellen Situation bin ich natürlich in den tollsten Tower der damaligen Welt gekommen, nämlich den Trump Tower an der Fifth Avenue. Da ins Penthouse, was Anfang der 90er Jahre für ca. 10 Millionen auf dem Markt war. Und die Küche war ein Loch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie war zwischen dem Elevator-Shaft und der Toilette. So ein kleines Loch, wo man, wenn man mit Einkaufstüten nach Hause kam, nur seitwärts so reingehen konnte. Also, und ich bin großer Kerl, konnte mich da überhaupt nicht rumdrehen. Ich habe das auch dem Broker ziemlich lautstark erklärt, was das für ein Scheiß ist. Und der in seiner Verzweiflung rief The Donald. So, Donald kommt durch die Tür, das vergesse ich nie, als wäre es heute gewesen, knallt die Tür auf. Who dares to criticize the greatest apartment in the world? I said, I do. Und für 2 Stunden haben wir uns angeschrien wie 2 Champions, und schreien kann ich auch, das lernst du an der Börse. Und wir haben dann, we decided to disagree and became friends. Also wir haben uns danach, wir sind bis heute beste Freunde, und wir haben eigentlich wie eine Wette gemacht. Er sagte, es ist unmöglich, Wohnungen mit großen Küchen, großen Bädern und großen Closets zu verkaufen. Die Leute wollen großes Wohnzimmer und alles andere wollen sie möglichst klein, um Quadratmeter zu sparen.
Und ich habe, wie gesagt, dem total widersprochen und habe das auch 3.500 Mal in Miami dann bewiesen, wo ich erfolgreich einen total neuen Immobilien, einen neuen Wohnungstrend, nämlich South Florida Lifestyle, der heute um die ganze Welt gebaut wird, eingeführt habe. Wie ich jetzt in Miami ankam, war ich eingeladen auf eine Neujahrsveranstaltung, 91, 92, hatte immer abgelehnt, nach Miami zu gehen, wegen dem schlechten Ruf von Miami. Kriminalität, Drogenhandel, oh, was der Teufel alles, diese ganzen 100.000 Kriminellen, die da abgesetzt wurden aus den Gefängnissen von Kuba, 82 im Morello-Lift. Und da ich da damals total Drogen abgelehnt habe und mit dieser ganzen Kriminalität nichts zu tun haben wollte, in meiner heilen Welt in New York hat mir es eigentlich ganz gut gefallen, bin ich aber doch dieser Einladung gefolgt und habe dann einen Rundflug gemacht mit dem Hubschrauber von Palm Beach, vom Haus von Donald Trump, bei dem ich Gast war, unten um die Südspitze von Miami Beach. Und das war das beeindruckendste Erlebnis, was ich in meinem Leben hatte. Auch die Reaktion meines Körpers, ich bekam eine Gänsehaut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich zur Vorgeschichte, ich hatte für über 10 Jahre im 102. Stock vom World Trade Center ein Büro und habe da als kleiner Pimpf diese Stadt Battery Park Plaza entstehen sehen. Aus dem Nichts, da war gar nichts. Denn als ich einzog, war das World Trade Center und die West Avenue, Highway war die Begrenzung. Und dann wurde in 5 oder 6 Jahren danach da drüben auf der anderen Seite Land durch Landfill erzeugt. Und auf diesem künstlichen Land, das aussieht wie so eine Peninsula, da wurde dann eine neue Stadt gebaut, nämlich die Battery Park Plaza. Und diese Vorstellung kam in der Sekunde, als ich um diese untere Hälfte von Miami Beach flog, weil die genauso auch aussieht. Also wenn ihr euch diese beiden Halbinseln anschaut, sind die identisch. Nur das eine war nur voll mit Slums und die andere war halt voll mit wunderschönen neuen Häusern. Ich habe dann Nachforschungen angetroffen, warum keiner, und auch Donald gefragt, warum da keiner bisher was gemacht hat. Und alle sagten, politisch unmöglich, ökologisch katastrophal verseucht, weil während des Zweiten Weltkrieges war auf dieser Seite die ganzen Erdöltanks der Marine vergraben und keiner hat die entsorgt. Das heißt, wenn du da anfängst zu bauen, kannst du katastrophale Pleite erleben. Naja, da ich Doppelstier bin und mich von solchen Sachen nicht abhalten lasse, habe ich dann trotzdem die ganzen Grundstücke gekauft, hatte dann ca. 80% der Grundstücke der alten Stadt Miami Beach erworben und wusste damit ja jetzt gar nichts anzufangen, weil ich habe mit Immobilien nichts anderes bisher zu tun gehabt, wie man eine Wohnung renoviert in New York oder ein Haus in Kitzbühel gebaut. Und dann kam mir die Idee, dass ich halt die besten Architekten der Welt einlade. Das habe ich dann Charette genannt. Dann war ich auch der Erste, der da sowas gemacht hat. Damals habe ich die in Joe's Donkrep, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war das einzige halbwegs vernünftige Gebäude in der ganzen Gegend. Da wurde seit 70 Jahren nichts mehr gebaut. Und habe dann 11 Architekten, die ich für dieses Charette eingeladen habe und bezahlt habe, die wollten dann alle Wände zum Unterteilen, weil die sind so bigge Egos, die wollten nicht, dass die anderen ihnen abschauen, was sie machen. Also muss ich das ganze Restaurant unterteilen in so kleine Kapuzeln. Das war wahnsinnig lustig, könnt ihr auf meiner Webpage sehen, da habe ich das Originalvideo. Und das war unglaublich, was das für eine Resonanz in der ganzen Weltpresse. Ich habe sogar Regierungsmitglieder aus Washington plötzlich als Gäste gehabt am Ende des Charettes. Es war also wirklich toll. Anfangen tue es mit einer Katastrophe. An dem Tag, der erste Tag, als ich diese ganzen Leute eingeladen habe nach South Beach, keiner von denen war da je, hat es den Mord gegeben, direkt vorm Eingang von Joe's Donkrep. Und ich habe die Polizei gebeten, könnt ihr nicht die Leiche da wegschaffen? Nee, das geht nicht, it's Crime Scene. So, nicht nur war das jetzt Crime Scene mit weiße Kreide eingezeichneter Doder, der da lag. Nee, auf dem Bürgersteig waren auch noch 11 Verdächtige in Handschellen. Also meine Architekten mussten so zum Eingang, ich dachte, um Gottes Willen, und das hat mich 5 Millionen gekostet. Und das war's, das Ende von allem. Aber auch das hat sich genau ins Gegenteil gewendet, wie man heute sieht. Wir haben gerade jetzt, vor 2 Wochen, am 14. Februar,
hat die New York Times im Business Section, Sonntags Business Section, einen Artikel über mich geschrieben, in dem sie mich den Quick Change Artist nannte und auch die beste Zusammenfassung meiner Tätigkeit darstellte, indem sie sagt, ich wäre der erste Individual, der in 70 Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika single-handedly so eine Stadt verändert hätte, wie ich Miami Beach. Kein anderer, nirgendwo anders. Aber erzähl doch mal von den Schwierigkeiten dann, als du da angefangen hast zu bauen. Und naja, das Problem, und das ist natürlich ein bisschen politisch inkorrekt, könnt ihr euch vorstellen, ich als Deutscher komme dann in eine komplett jüdische Stadt. Nicht nur, dass die 7 Stadtverordneten Juden sind, es waren 3 der 7 auch noch Holocaust-Survivor. Und die sind aufgestanden, rausgegangen, wenn ich reinkam. Also die politischen Umstände, mit denen ich anfing, waren äußerst unangenehm. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert, weil das jetzt nur noch Junge sind. Aber damals hatte ich halt das Problem, dass ich diese Gegend quasi, wie soll man das sagen, ich musste die Gegend halt erst einmal die Häuser alle abreißen, weil das alles zu, weißt du, wie heißt das, unsichere Häuser waren, die waren auch alle zugenagelt schon seit 20, 30 Jahren, weil die Stadt und der Staat und die Federal Government hat alles südlich der 5. Straße zum offiziellen Slum erklärt und dadurch eine ein Special Tax District gemacht, wo für 30 Jahre alle Real Estate Taxes, die in diesem Gebiet anfallen, nur in diesem Gebiet investiert werden dürfen. So jetzt, 20 Jahre nachdem das halt ein gewaltiger Erfolg geworden ist, haben wir die besten Straßen, die besten Schulen, die besten Infrastruktur und der Rest der Stadt kotzt. Das könnt ihr euch vorstellen, weil die waren früher die Reichen und wollten da nichts reintun. Mittlerweile sind wir die highest grossing tax district außerhalb von New York City. Dürfen aber unsere eigenen Steuern auch für unseren Bezirk benutzen und müssen den nicht in die schlechten Viertel von dem restlichen Miami Beach abgeben. Denn mittlerweile hat sich's gedreht. Früher war dieses Art Deco District und Nord Miami Beach halt die Vorzeige Immobilie. Mittlerweile sehen die alle aus wie ein Slum und wir sind halt das Vorzeigeprojekt. 2 Sachen, du hast bis selbst Bulldozer gefahren, um das ein oder andere Haus abzureißen. Ja, das stimmt. Gut, das ist jetzt, also das, ihr müsst zeitlich sehen. Ich bin da hingekommen Anfang 92, ich habe dann innerhalb von wenigen Tagen, weißt du, in 10 Tagen, um genau zu sein, 180 Grundstücke mit 30 Offshore-Firmen gekauft. Weil mit meinem Background als Wall Street-Spekulant habe ich natürlich hier einen total unkontrollierten Markt mit Wall Street-Methode komplett monopolisiert. Die wussten gar nicht, was ihnen passiert. Weißt du, die einen wurden gekauft von einer Firma aus Brasilien, die anderen von Cayman Islands und alle waren happy, weil ich bin hin und habe alle Preise bezahlt, die gefragt wurden. Hinterher haben sie mich dafür alle ausgelacht, haben gesagt, er hat keine Ahnung, der spinnt ja, wie kann denn der die Asking-Preis bezahlen, wenn man durch Verhandlungen vielleicht 50% billiger die Grundstücke kaufen kann. Ja, da kannst du vielleicht eins kaufen, aber nicht eine ganze Stadt. Naja, jedenfalls, das hat alles gut geklappt, funktioniert. Mittlerweile ist es Herbst und Hurricane Andrew macht seinen Einstand in Miami Beach. Für mich sehr positiv, weil die meisten dieser alten Häuser haben in ihren Dächern Asbest. Und wie ihr wisst, darfst du Asbesthäuser ja nicht abreißen, die müssen abgetragen werden, was ungeheuerlich kostenaufwendig ist. Nur ist es jetzt so, 50, 60 Jahre alte Häuser, die, wie heißt das, zugenagelt sind, sind nicht mehr richtig hurricane-sicher. Und als dann Hurricane Andrew kam, hat er mir den unglaublichen Gefallen getan, die alle abzudecken. Also Asbestproblem gelöst. Jetzt kam die Stadt und merkte, dass ich da der bin, der diese ganzen Käufe monopolisiert hat und wollte natürlich, weil sie mich nicht mochten, mir auf die Füße treten und haben dann eine Gesetzgebung eingeleitet, diesen ganzen sogenannten Slum, der ja vorher, wo alle gebeten wurden, ihn abzureißen, wollten sie ihn, nur um mir eins auszuwischen, schützen, also historisch machen. Und das heißt, du musst, wenn du ein Gesetz vorlegst, das durch 3 Lesungen bringen.
Die Zeiträume sind 6 Wochen. Das heißt, in 12 Wochen wäre es dann Gesetz geworden. Na, dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe alle in Florida ansässigen Demolition Companies angerufen, damit die mir helfen, mit den jetzt abgedeckten Häusern kurzen Prozess zu machen. Jetzt war halt durch Andrew in dem Rest von Florida so viel Arbeit entstanden, dass die sagen, gerne Herr Kramer, wir kommen aber frühestens in einem Jahr. Ich hatte aber nur 12 Wochen. Also sage ich, na gut, da musst du selbst ran. Und wollte dann bei Caterpillar, die haben da so ein großes Zentrallager bei Orlando, bin ich hingefahren und wollte halt einen Bulldozer mieten. Ja, das kannst du vergessen, nichts zu mieten, alles ausgemietet. Dann habe ich gesagt, dann kaufen wir halt einen. Ja, die sind auch alle verkauft. Nur so einen riesen Mother of All Bulldozer, das stand da in der Ecke. $750.000 damals. Und er lachte mich so richtig an. Und ich war auch ganz nervös, wie ich da oben drin saß. Und die brauchten eine Stunde, mir die ganzen Knöpfchen und Schalter zu erklären. Und ich habe dann also schwanger der Hoffnung auf meinen Bulldozer gewartet, der dann 4-5 Tage brauchte, da nach Florida, nach Miami Beach runter transportiert zu werden. In der Zwischenzeit habe ich aufgerüstet, bin in ein Sportgeschäft und habe einen roten Footballhelm gekauft. Mit so einem Mundschutz, ne? Und stand dann da, wollte dann also meinen Bulldozer fahren. Hab dann aber wie eine Plank mich an nichts mehr erinnert. Ich habe die ganzen Knöpfe vor mir gesehen, wusste nicht mehr, wie ein Knopf noch der andere geht. Nur vorwärts, rückwärts. Na gut, ich dachte, lass es, vergess es. Also rückwärts, 500 Meter zurück. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, Vollgas. Ich bin bei 25 Miles die Stunde. Und Impact. Dann die erste Mauer. Bam, 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 dachte ich. Dir denkst du, das war wie Pappe. Wie wenn du durch müsst ihr euch vorstellen, am Strand so eine Sandburg. Und da kommst du mit dem Bulldozer an. Und genau so war das. Ich bin da durch. Das hat einen Knall gegeben, Staub, Dreck, überall. Ich habe nichts mehr gesehen und habe auch die Bremse nicht mehr gefunden. Und bis ich dann die Bremse gefunden habe, war ich wirklich im Nachbar seinem Wohnzimmer. Das ist, worauf du anspielst. Genau. Ne? Ja. Aber da habe ich ja gehört, du hast auch einen Nachtclub dort aufgebaut, später dann, ne? Nee, das war zu der Zeit. Zu der Zeit. Aber da gab es auch ein bisschen Ärger, oder? Auch wenn es nicht ganz politisch korrekt war. Ja, du. Wie immer war ich unschuldig. Mein favorite T-Shirt says it wasn't me. Und ich habe damals, als ich dann da in Miami Beach dieses große Land hatte und wenn ich jemandem gesagt habe, Miami Beach, oh, Miami Beach, nur Kriminelle, nur Drogen, ach du Scheiße. Wie kriege ich jetzt euch da runter? Also euch, hier, was sind meine Freunde, Bekannte, Investoren und tralala. Habe ich gesagt, naja, das Einzige, wie man die bekommt, ist, wenn man Unterhaltung dahin bringt. Was ist die beste Unterhaltung? Ein Super Nightclub. Wie bekommst du einen Super Nightclub? Na, indem du als Partner die besten Nightclub-Operator der Welt nimmst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt alle Michael Käfer vom P1. Ihr habt vielleicht damals von Jan Schräger, Studio 54 gehört. Joe Weiner, Area, Mario Garnero von Rio de Janeiro's Regines. Also 6 der besten Operator. Hab dann am Beach ein Courtyard, also mit Innenhof ein Hotel gekauft. Ganz kleines Geld, 110.000 Dollar. Das Leonard Beach Hotel. Hab dann oben Dach drauf gemacht, hab's rot angemalt und hab's Hölle genannt. Hell. Hatte die Türleute vom Käfer, weißt du, in schwarz, Deutsche mit Dobermännern. Ganz toll. Eine Riesenparty gemacht zur Eröffnung. Hab über 1000 Freunde einfliegen lassen. Hab nebendran ein Riesenzelt gehabt, wo wir ein Black Tie Dinner hatten. Den Abend davor und dann zum Halloween 92 habe ich dann die Eröffnung von Hell gemacht. Es war ein wahnsinniger Erfolg. Es ging in alle Zeitungen. Es war also wirklich das tollste Ding. Jan Schräger hat an dem Wochenende Stellano gekauft. 7, 8 meiner reicheren Freunde haben Hotels und andere Investitionen an diesem Wochenende in Miami Beach gemacht und sind Legende geworden. Also es hat wirklich was bewegt. Nur was mich dann fürchterlich bewegt hat, 4 Wochen nach der Eröffnung des tollsten Nightclubs aller Zeiten, ich muss euch eine Anekdote erzählen. Also Dienstag, das war das Schönste für mich, Dienstag und Donnerstag habe ich Castings gemacht für die Mädels, die
auch den Speakers gestrippt haben. Also ich sage euch, und ich habe natürlich meiner Frau erklärt, das ist ja zum, das ist geschäftlich, das ist nur geschäftlich. Ne? Das war wirklich toll. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommt der Rückschlag. 4 Wochen nach dieser Wahnsinnseröffnung und den rauschenden Festen, die dann folgten, fast täglich, kommt so ein Investigating Journalist, wieder diese bösen Medien, und schreibt, was er rausgefunden hat, dass nämlich bei der Inkorporation der Stadt Miami Beach 1913 das Leonard Beach Hotel kein Hotel war, sondern die erste Synagoge on the beach. Und jetzt steht da ein Deutscher mit Dobermännern und nennt's Hölle. Talk about politically incorrect. So, die Antwort der Stadt war natürlich, mir sofort die Liquor License zu entziehen und Legislation einzuleiten, dieses Gebäude als historisch zu erklären und zum jüdischen Museum machen zu wollen, für ganz Südflorida. Und das war die erste Aktion meines Bulldozers. So fing das alles an. Naja, aber wie gesagt, mittlerweile sind sie alle happy. Was ich gemacht habe, gefällt allen. Und besonders die jüngere Generation wohnt da auch gerne. Und naja, das war die Geschichte von meinem. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man in diese Küche reinkommt, diese Küche ist wirklich, das ist der zentrale Ort des Hauses. Ja, das Herz des Hauses. Entschuldige, wenn ich unterbreche, das ist wirklich der Kernpunkt meines Designs für Wohnungen und Häuser, für Leben allgemein. Du kommst morgens in die Küche, du triffst deine Freunde, bevor du ausgehst, in der Küche und abends zum Absacker bist du in der Küche. Also die Küche ist das Herz und Mittelstück meiner Planung. Also zum Beispiel in meinem Haus und auch in den Wohnungen ist die Küche größer wie das Wohnzimmer. Denn wann bist du schon mal im Wohnzimmer? Nur zu Hanukka oder Weihnachten. Ansonsten bist du doch nie im Wohnzimmer. Die Leute leben draußen, dafür bist du ja in Florida. Na, also. Ja, ja, aber also das hunderte von Kochtöpfen, ganz viele kleine Einzeldetails. Ein bisschen überrascht war ich dann allerdings mit dem Wohnzimmer. Weil dann habe ich so bei dem großen Wohnzimmertisch, sehr schön mit Spiegeln und so weiter, habe ich dann diese 2 Stangen gesehen auf das dem Wohnzimmer. Das war Dining Room, das war nicht im Wohnzimmer. Ach, das war der Dining Room. In meinem Alter musst du, wenn sonst die Süßigkeiten setzen, sofort an. Also sorge ich dafür, dass meine Gäste und ich kaloriefreie Desserts bekommen. Und dafür sind die Stangen. Ach, dafür sind die Stangen. Aber, also das ganze Haus ist durchorganisiert. Und wenn ihr wirklich mal seht, wie ein Haus durchorganisiert ist, ich glaube 23 Angestellte, um das Haus zu organisieren, ja, die also dann auch die Partys organisieren und so weiter, also so sehr professionell. Aber was ich am besten fand, war bei jeder Schublade, wenn du reinschaust, ist ein Bild, wie diese Schublade oder der Schrank einzurichten ist. Also vor dem Kühlschrank siehst du ein Bild, was drin sein soll in dem Kühlschrank. Nicht nur das, sondern in jeder Reihe mit Zahlen, weil du weißt ja nicht genau, in welcher Sprache den Leuten was erklären sollst, weil was immer du versuchst, die sprechen sie gerade nicht. Also das Beste ist mit Bildern und so kommst du durch. Naja, aber so könnte man über das ganze Haus berichten. Allein vom Eingang schon, Vorsicht, Sie müssen keine Angst vor dem Hund haben, Sie müssen Angst vor dem Besitzer haben. Also viele, viele solche Anekdoten kann man da erzählen, aber ganz besonders beeindruckend fand ich eigentlich noch deinen Bootsverwalter. Der hat so besondere Skills. Du hast ein paar Boote da liegen, schöne Yachten und so weiter. Aber ich glaube, er war auch, was das Thema Miami Vice anging. Das ist aber nicht mein. Nein, das ist ein guter Freund, der sich mit Booten gut auskennt. Ich weiß, wen du, ja, genau. Du redest über José. José war früher Truckrunner. Das heißt, der ist mit einem Cigarette-Boot von Bahamas rübergedüst in den Miami River und hatte hinten ein paar hundert Kilo Kokain drauf. Und der hat also erfolgreich einige Polizeiboote abgehängt, die dann auf den Riffen verreckt sind. Und seine Fähigkeiten hat Don Johnson so imponiert, dass er in den ganzen Serien von Don Johnson, weißt du, Miami Vice, auch den Bootrunner gespielt hat. Also dann als Movie-Star quasi. Und José war einer der ersten Käufer
von meinen Wohnungen in Portofino. Ich habe ja nichts damals verkaufen können, weil mir hat ja keiner zugetraut, dass ich einen 50-stöckigen Tower in einem Slum fertigstellen kann oder überhaupt bauen kann. Und dann musste ich natürlich in die Trickkiste greifen, damit ich ein paar Käufe dahin fabriziere. Einer davon war José, dem ich quasi $50,000 Downpayment geliehen habe, damit er eine Wohnung kaufen kann. In der ersten Runde, die hatte dann 4 oder 8 Wochen später, als der Tower dann fertig war und rot angemalt war, mit großen Gewinnen verkauft. Das hat er über 11 meiner Towers hin wiederholt mit vielen Wohnungen und ist jetzt vielfacher Millionär und ein sehr guter Freund. Der hat aber ist nicht mit mir als Boots, also der kennt sich nur mit Booten aus und du siehst ihn immer bei den Booten, weil das ist ein Hobby. Wie mein Hobby ist die Küche, sein Hobby ist das Meer. Wir haben gestern von Florian Langenscheid eindrücklich erklärt bekommen, dass es glücklich sein ziemlich schwierig ist und vor allem dann, wenn man in Stresssituationen ist. Das heißt, die Champions League ist die, wenn man glücklich ist, trotz widriger Umstände. Und das ist eigentlich das, was ich das so faszinierend daran fand und finde an dir. Du hast ja gerade, man konnte es in der Presse lesen, in den letzten Jahren sehr viele Anwälte beschäftigen müssen mit Rechtsstreitigkeiten. Ich glaube, du hast einen hohen 2-stelligen Millionenbetrag nur an Anwälten ausgegeben in den letzten Jahren. Ich glaube, eine sehr unschöne, eine sehr schwierige Geschichte für dich. Wie motivierst du dich und wie schaffst du es, dann trotzdem immer noch gut drauf zu sein, wenn man doch diesen Gegenwind auch verspürt? Ja, das ist meine Begabung, die ich halt seit frühester Jugend habe, dass immer, wenn ich mich schlecht fühle, gehe ich kochen. Ich habe also mit 5, 6 Jahren, wenn ich in der Schule Probleme hatte, habe ich angefangen, für meine Eltern zu kochen. Und das mache ich heute noch. Also wenn immer ich einen schlechten Tag habe, gehe ich einkaufen und überlege, was am schönsten aussieht in der Auslage. Fisch, Fleisch, eine Ziege oder was immer. Und dann kaufe ich die, koche und lade dementsprechend meine Freunde ein. Denn es gibt ja Vegetarier, andere mögen das nicht, andere mögen das nicht. Über die Jahre weißt du, was sie mögen. Und so habe ich halt immer eine illustre Gruppe. Und das ist, was mich rauszieht. Und das kannst du überall machen und in jeder Situation. Das ist sehr basic. Da brauchst du weder Geld für, noch irgendwelche anderen Umstände. Und das ist halt eine Selbstmotivation, die ich bis heute beibehalten habe und die funktioniert. Und das ist auch einer der Ratschläge, die ich euch geben kann. Versucht nicht, auf den Mond zu schauen und die großen Ziele, und wenn ihr die nicht erreicht, davon frustriert abzustellen, euren eigenen Charakter zu verlieren. Und geht zu den Basics. Gebt das, was ihr am besten könnt. Bleibt bodenständig, hebt nicht ab, geht auch nicht an Selbstmitleid kaputt. Und dann funktioniert es irgendwie wieder. Und wie, also du hast ja jetzt, sag mal, in den letzten 2 Jahren dort relativ, also ich habe dich auch schon erlebt, wo du dann auch sehr traurig warst. Aber wie hast du es jetzt wieder geschafft? Also ich hätte das, also ich habe das immer gehofft, aber ich war dann schon sehr überrascht, als man jetzt in der Zeitung gelesen hat, dass du vor einer Woche einen 20 Milliarden Dollar Vertrag unterzeichnet hast. Sag doch mal vielleicht ganz kurz was dazu. Ja, wie gesagt, ich hatte 3 Karrieren. Die erste war in Wall Street, die zweite war als Baumeister in Miami und die dritte war als Partykönig der Welt. Die hat mich ja, ich wollte ja eigentlich Overdose sterben wie Elvis Presley oder andere, weil ich wollte nicht da irgendwie Selbstmitleid erzeugen, aber habe gedacht, jetzt ist vorbei, ich hatte es gehabt und jetzt, bevor du halt zum Gespött der anderen wirst und pleite gehst oder krank wirst oder alt wirst oder irgendwas, hau dir die Rübe weg. Und das habe ich dann aufgegeben, hauptsächlich wegen meiner Tochter, die zu mir gezogen ist und gesagt hat, so Papa, das lassen wir jetzt mal. Und dann habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen damit aufgehört, habe 25 Kilo abgenommen, habe mein Leben wieder in Ordnung gebracht und habe gesagt, habe mich auf das berufen, was ich am besten kann. Außer Kochen kann ich gut Design, Space Management, habe ja was geleistet, das ich halt auch machen wollte, habe aber konsequent in den letzten Jahren immer abgelehnt, mittel-, zweit- und drittklassige Objekte auch nur anzufassen. Weil die dauern genauso lange, nehmen deine Energie genauso und am Ende bringen sie nichts. Und ich habe dann immer nach den Sternen greifend gigantisch große Projekte geplant, habe Millionen an Architekten ausgegeben, bin wie du mehrere Male um die Welt gereist, habe mit der Regierung in Brasilien verhandelt, den Hafen von Rio de Janeiro, weil es die beste Location in ganz Brasilien ist, zu säubern und das zu dem zu machen, was es war, als die Portugiesen da landeten, nämlich der zentrale Punkt
des tollsten Staates in Südamerika. Mittlerweile sind Präsidenten zurückgetreten, mein Partner, in Ruhestand, da darf er nicht mehr. Und mein Partner ist mittlerweile in Ruhestand getreten in Südfrankreich und antwortet das Telefon nicht mehr. Und da kann ich dir noch einige Geschichten erzählen. Ich war dann in Saudi-Arabien, habe da ein gigantisches Doppeltower-Projekt in Riyadh geplant, alles auf meine Kosten. Das Land gehörte dem späten Kronprinzen und dessen Sekretär mir immer gesagt hat, du wirst ja den Großprinzen nicht fragen um eine Anzahlung, ihr seid 50-50 Partner und kriegst hinterher einen großen Scheck. Naja, Klein Kramer hat sich das halt ganz groß vorgestellt, hat dann auch weitergemacht und dann hat er auch noch ein PET-Projekt für die geplant, nämlich in Agadir einen Beachclub. Das hat mich auch einiges gekostet und natürlich viele Hin- und Herfahrten und Aktivitäten und Einsätze. Und dann stirbt der Mann. Dann rufe ich also Mr. Sekretär an, sage, ja, was ist jetzt mit meinem Check? Und der war der Sekretär nicht mehr in Saudi-Arabien. Und dann habe ich einen anderen saudischen Freund gefragt und hat der mir erklärt, Mr. Sekretär ist persona non grata, hat seinen Pass abgeben müssen und lebt in Genf. Das war es dann wieder. Und da kann ich euch jetzt noch mindestens 10 weitere Misserfolge erzählen. Hat mich aber nicht demoralisieren lassen. Ich sage, gehe ich immer in die Küche und koche. Und dann habe ich vor 5 Jahren einen, durch den Finanzminister in Pakistan, Malik Riaz, kennengelernt, der seinesgleichens der größte Bauunternehmer der Welt ist, mit über 5 Millionen Häusern, die er gebaut und verkauft hat, und der reichste Mann Pakistans. Seines Zeichens hat er allein für die Flutopfer 2 Milliarden aus seinem eigenen Geldbeutel spendiert. Und da saß ich dann im Büro mit meinem Assistenten und habe mit einem PDF-Vortrag da an der Wand irgendwas gezeigt. Und mitten im Vortrag habe ich aufgehört mit einem Vortrag, gesagt, das ist scheiße. Ich sitze doch hier nicht mit 100 anderen Developern und Architekten und bin einer von 100. Ich habe was gebaut in Miami, was keiner von den Schnapslasen gebracht hat. Komm nach Miami, guck dir das an. Naja, der sprach damals noch nicht so gut Englisch. Dann hat sein Dolmetscher mir erklärt, das wäre ein Problem, weil er hat kein Visa für Amerika und als Pakistani ist das auch nicht so leicht. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn, 1,5 Jahre später kam er. Und da kam er nicht alleine, sondern mit 10 Freunden, Entourage im Schlepptau und seiner Frau. Und ich habe dann darauf bestanden, dass sie bei mir im Haus wohnen. Das hat er unter zähneknirschenden Diskussionen dann auch gemacht. Er sagte aber nur für eine Nacht, danach geht er ins Hotel. Er könnte mir das nicht zumuten, mit 10 Leuten bei mir zu wohnen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er blieb dann 9 Tage bei mir. Und mit seinen 10 Leuten, die dann hinterher 15 waren, weil da hat auch noch so ein paar Exil-Pakistaner eingeladen, die halt in Amerika wohnten. So ein Präsidenten aus Washington, der ein paar Milliarden mit dem U-Boot-Handel verdient hat. Dafür aber nicht mehr nach Pakistan kann. Und wenn ihr Fotos seht, die ich ja immer auf Facebook stelle, dann seht ihr immer einen, der so macht. Naja, wie gesagt, das war, dann hat er sich also mit mir da meine ganzen Projekte angeschaut, war davon auch sehr beeindruckt und hat mich dann wieder nach Pakistan eingeladen und wir haben dann in Helikopter-Kleinarbeit die gesamte Küste abgeflogen und ich habe damals, genau wie damals in Miami Beach, wieder diesen Gänsehautanfall bekommen, als ich an einer Landzunge vorbeiflog, an der Insel, genauer gesagt, direkt vor Karachi. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Da ist eine Insel, 16.000 Hektar groß, unbewohnt, kein Mensch drauf, nichts, gar nichts, nur Mango-Trees, also wie damals Florida aussah, bevor die Indianer vertrieben wurden. Und dazwischen ist eine Tiefwasserrille, 1,5 Meilen breit, die halt jede Bootsverkehr quasi unmöglich macht, weil das so stark ist. Und habe gesagt, wenn überhaupt, nur diese Insel, weil die Nähe zum Flughafen ist 10 Miles. Und dahinter ist eine Stadt, die viertgrößte der Welt, Karachi, mit 27 Millionen Menschen. Naja, wie gesagt, das war mein erster Punkt auf der Wunschliste. Während den letzten 2 Jahren hat er mich mehrmals mit E-Mailen, hat er mir Projekte gezeigt im Landesinnere, an der anderen Küste, wo kein Mensch wohnt.
Und ich habe die alle abgelehnt. Nein, wenn ich nach Pakistan was mache, um was zu machen, dann nur diese Insel. Ja, letzte Woche ruft er mich an und sagt, wir haben die Insel. Wunderbar, toll. Sagt er, du musst aber morgen kommen. Wir müssen morgen den Vertrag unterschreiben. Naja, bin dann runtergeflogen und den Rest hast du jetzt in der Zeitung gelesen. Also 20 Milliarden gesamtes Bauvolumen? Nein, das ist ein bisschen größer. 20 Milliarden haben sie schon gesucht. Ja, über sowas redet man nicht. Da bist du so ein Angeber, weißt du? Aber ihr werdet sehen, das ist also der größte Tower der Welt, das größte Supermarkt der Welt und 100.000 Keys. Und das gesamte Bauvolumen ist ca. 50 bis 60 Milliarden. 20 Milliarden sind schon sichergestellt in Finanzierung. Und die Grundsteinlegung ist innerhalb von den nächsten 4 Wochen. Wow, wunderbar. So, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, vielen, vielen Dank. Danke.